Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, es ist Dienstag. Ich war einkaufen, schnell nach der Arbeit. Ich hätte auch gestern einkaufen gehen können, aber nee, ich war lieber zu Hause. Richtig. So, aber heute am Dienstag nach der Arbeit war ich flott einkaufen mit dem Luca und das haben wir sehr gut erledigt. So, ich habe natürlich auch einen Speiseplan zusammengestellt. Der jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Ich habe eine Lücke drin, ich habe Spätdienst. Da muss der Mann dann wieder gucken, was er zu essen macht, beziehungsweise spreche ich mit ihm ab. Und zwar, gestern am Montag gab es Pizza. Denn aus meinem gestern Frühdienst von 2 Stunden wurden gestern Abend dann 2 Stunden. Das hat er sich so weit verzögert, dass Abendessen kochen noch gar nicht mehr wirklich drin war. Ich habe den Kindern die Pizza in den Ofen geschoben, den Mann in Froster gerichtet in die Pfanne gehauen. Fertig. Richtig. So, heute am Dienstag, es war nämlich gewöhnlich die Burger-Pommes. Richtig? Und ich habe keinen Bock auf Burger, deswegen mache ich mir einen Wrap. So, am Mittwoch soll es geben. Frikadellen, Kartoffeln, Blumenkohl und Sauce Hollandaise. Donnerstag habe ich hier stehen Spinat, Fisch, Nuggets und Püree. Freitag habe ich den Spätdienst, da gucken wir noch. Und am Samstag steht hier Bratkartoffeln, Spiegelei. Wetter soll ja nicht mehr so berauschend sein. Und am Sonntag habe ich stehen Knödel, Rotkohl, Schweinebraten. Richtig. So, ich war einkaufen oder wir waren einkaufen beim Netto und beim Edeka. Und da zeigen wir euch natürlich jetzt, was wir so Hübsches eingekauft haben. So, ich fange im Edeka an. Der steht nämlich vor mir und da muss auch dringend was in den Froster. Es kam mit 2x Fixtütchen Schweinebraten. Einmal Kartoffeln festkochend. Da wollte ich eigentlich die losen Kartoffeln haben, aber da waren nicht mehr genug, dass ich genug gehabt hätte. Deswegen habe ich jetzt so einen Sack genommen. An der Fleischtheke kam mit 1 Kilo Hackfleisch und ein Schweinebraten. Beides im Angebot diese Woche. Hackfleisch für 69 Cent pro 100 Gramm und der Schinkenbraten für 77 Cent pro 100 Gramm. Richtig. So. Dann kam einmal Pommes mit, die hatte ich nämlich beim Netto vergessen. Es ist mir zum Glück nochmal eingefallen, dass ich keine Pommes habe. Deswegen haben wir die beim Edeka mitgenommen, die müssen auch jetzt gleich direkt aufs Eis. Dann kamen Tortilla Wraps mit, die gab es nämlich beim Netto, hatte die nicht mehr und ich wollte kein Protein und auch kein Vollkorn. Deswegen habe ich die beim Edeka gekauft. Und der Luca hat nochmal mitgenommen und zwar Paul Berger Limo. Da steht er voll drauf. Zitrone hat ihm bis jetzt am besten geschmeckt, deswegen kam 3x Paul Berger Zitrone mit, für jedes Kind eine Dose. Genau. Und dann ist der Edeka schon fertig. Ich tue gerade die Pommes auf Eis, sonst haben wir nämlich getaute Pommes. Sind es wieder Kartoffeln. So. Beim Netto kam mit einmal Katzenstreu, das ist mir nämlich jetzt doch noch ausgegangen. Ich habe gedacht, bis zum Ende der Woche komme ich noch hin. Da werden die Katzen ja vermutlich wieder abgeholt. Meine Schwester ist mit der Reha fertig, die kommt morgen nach Hause. Und ich lasse mal so 2 Tage noch, dass sie ankommen kann zu Hause, dass sie dann ihre Tiere wieder abholen kommt. Wir werden sie vermissen, wir werden uns aber auch freuen. Ich werde mich... Es ist schon zusätzliche Arbeit, ne? Die fällt dann weg. Da hat doch. Wir werden sie aber vermissen, ganz ehrlich. So. Ein 6er-Pack Cola für den Mann kam mit. Die ist auch diese Woche im Angebot. Da ist dann im Angebot, dass du 6 Flaschen von der Eigenmarkengetränke, 1,5 Liter, darfst du auch mischen. Ne? Bis dann mit 2,99 plus Pfand. Richtig. Ich habe ein ganzes Sixpack genommen. So, ich hole mal ein anderes Körbchen hoch. So, fürs Wochenende kam für mich schon mal die mit. Das war nämlich beim Netto die letzte Tüte, deswegen habe ich gedacht, jetzt oder nie. Meine Lieblingschips, die Cheese and Onion. Dann kam einmal Klopapier mit. Das geht nämlich langsam zur Neige und bis dass ich nächste Woche zum DM komme. Ich habe ja nächste Woche Urlaub, das heißt, ich kann in aller Ruhe, ich hoffe, zum DM fahren und da meinen Monatseinkauf für August machen. Wahnsinn, August, ne? Deswegen kam da mal ein kleines Paket Klopapier mit. Das schaffen wir auf jeden Fall dann. Dann kam dieser wunderschöne Blumenkohl. Eigentlich hatte ich im Heftchen gesehen, dass am Samstag Blumenkohl beim Netto im Angebot ist für 1,49. Aber den gab es heute schon im Tageskracher für 1,49. Und der sieht so richtig gut aus. Deswegen habe ich den schon mal mitgenommen und habe gesagt, boah, das ruft, das schreit nach Frikadellen.
So, Knödel. Natürlich hat man jetzt schon lange nicht mehr, ne? Einmal Semmel und einmal die Kartoffelknödel halb und halb. Dann kamen noch mal Eier mit, und zwar Freilandhaltung, 10 Stück. Ich glaube, ich habe noch welche, aber für die Spiegelei brauchen wir immer was mehr. Ein so ein Dingens Sauce Hollandaise kam mit. Ich könnte auch eine helle Soße machen, aber ich hatte jetzt voll Bock auf Sauce Hollandaise. Ne? Also Kartoffeln mit Sauce Hollandaise und Spargel ist doch schon super. Aber mit Blumenkohl ist das auch richtig genial. Katzenfutter kam auch noch mal mit, und zweimal, und zwar zweimal Felix, so gut wie es aussieht, das schnabulieren die bei mir wirklich am liebsten. Wir hatten beim letzten Mal, wo die bei uns waren, ja auch so ein Favorite-Futter. Da habe ich meiner Schwester dann ganz viel gekauft gehabt für sich zu Hause. Das haben die mit dem Popo nicht mal angerührt. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber die hatten ja Felix bei ihr schon so gerne gegessen, deswegen vermute ich mal. Ja, wird auf jeden Fall die Woche noch reichen. So, letzte Tasche. Das ist eine Kühltasche. Da ist aber noch mehr drin, wie nur gekühltes oder tiefgekühltes. Deswegen habe ich einfach noch Platz drin, deswegen habe ich das voll gemacht. So, hier sind einige Produkte drin. Der Netto hat diese Woche viele Produkte für 1 Euro im Angebot. Da habe ich ein bisschen, ja, ist okay, nehmen wir. Nicht für 1 Euro, aber ich glaube noch weniger wie 1 Euro. Burgerbrötchen für die Burger heute Abend. Fällt mir gerade ein, ich muss gleich die Burger Patties aus dem Eis holen. Dann habe ich hier einmal Rotkohl. Neues Mao am Mix für unser Glas am Sofatisch. 1, 2, 3, 4. Eigentlich 5. Einen habe ich schon gegessen. Ich hatte so einen Hunger. Die Käsekuchen-Snacks. Dann 2x Fixtüte für Frikadellen. Dann kam 3x Gurke mit. Habe ich hier einen Euro-Artikel, und zwar die Leibniz-Kekse. Alle Arten oder Sorten von Leibniz-Keksen, außer diese kleinen. Also hier die und die Butterkekse für 1 Euro ein Stück. Habe ich 3 mitgenommen, weil schmecken ja nicht schon nicht schlecht. Ne? Einmal Zwiebeln kamen mit. So, habe ich nur 2 oder ist da noch irgendwo eine verschollen? Knickknack ist auch so ein Euro-Produkt, deswegen habe ich 2 mitgenommen. Ich dachte, es wären 3 gewesen, aber waren halt nur 2. Ja, 2x Knickknack für jeweils 1 Euro. Dann kam einmal Spinat mit. Nein, der war nicht im Angebot. Ich habe vollen Preis bezahlt, aber der günstige war nicht da. Dann habe ich hier eine ultra schöne Hochzeitskarte zum Verschenken. 2x kam mit die Fischnuggets. Und dann jetzt hier das letzte 1-Euro-Produkt, dann ist mein Beutel nämlich leer. Den Hinweis habe ich ja letzte Woche bekommen, aber ich sehe gerade, ich habe die Wellenschnitt mitbekommen. Ich habe einen kleinen Schnitt, ist egal, wird auch gegessen. 3x die Mikrowellenpommes, genau, für jeweils 1 Euro. 39 Cent pro Packung gespart. Sehr schön, da sind wir doch dabei. Ja, das war's, wir sind durch. Der Haufen ist groß. Mein Haus sieht aus, ich sage es euch. Ich hatte gestern keine Lust, und dann habe ich heute Morgen auch verpennt, und dann alles vorbei. Ich bin urlaubsreif, sowas von. So, aber noch 3x arbeiten. Okay, was habe ich bezahlt? Beim Edeka habe ich bezahlt glatte 30 Euro. Und beim Netto habe ich bezahlt 65,02 Euro. Wupp, wupp. Also ich bin unter 100 Euro geblieben. Yay! 4,98 Euro habe ich noch zu verplempern. Aber das war eigentlich das letzte Mal, ich diese Woche einkaufen war. Dadurch, dass die Kinder zu Hause sind, schaffe ich es nicht immer, den hochtierenden Wochenende zu machen. Ich gehe natürlich einkaufen, aber wie das Leben so mitspielt, ne, ich schaffe es nicht immer, ein Video zu machen. Deswegen verzeiht es mir. Aber nach meinem Urlaub, wenn ich Energie getankt habe, glaube ich besser. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.